Zusammen und herzlich willkommen zu einer kurzen und knackigen Folge Minecraft Legend Rise of the Phoenix. Nachdem ich jetzt schon Ewigkeiten kein Legend mehr gebracht habe, warum ist hier immer mein... Die wollen mich echt verarschen. Jedes Mal ist mein verdammtes Feld kaputt. Ja, ich habe eigentlich schon mehr oder weniger damit gerechnet, dass ich überhaupt kein Legend mehr bringen werde, aber es ist jetzt irgendwie eine ganz gute Gelegenheit, um anzusprechen, was ich ansprechen wollte, und zwar, dass ich morgen wahrscheinlich wieder einen Stream machen werde zu Thief, natürlich, wie sollte es anders sein, und es ist wahrscheinlich das Einzige, was ich in nächster Zeit streamen werde. Ich war aber am Überlegen, ob ich eventuell euch erstmal mein Haus zeige. Ich würde sagen, ich fange mal hier außen an, weil das habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Zeige ich euch einfach mal ganz kurz, was ich hier so zusammengeklöppelt habe. Und werde dann daran wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter bauen. Also, wer ist eigentlich alles? Ja, es sind wie gesagt alles Namen, die ich überhaupt nicht kenne. Ist egal. Also, ich habe mir hier so einen kleinen netten Vorhang dran gepappt. Das ist, weil Türen bei so großem Eingang ist schwierig. Ich kann das mal ein bisschen weiter weg zeigen. So sieht also mein Eingang aus. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ich fand Efeu irgendwie passend. Diese Ranken halt. So, dann kommen wir jetzt zu meiner kleinen Grotte, zu meiner Oase, die ich mir zusammengebaut habe, mit ein bisschen Glowstone drin und einem Wasserfall, der von da oben kommt. Ja. Fand ich eigentlich ganz nett. Ich wollte es auch so ein bisschen elfisch halten. So, habe versucht, das Ganze so ein bisschen verwuchert darzustellen. Das hat leider nicht so ganz funktioniert. Es sieht eher blumig aus als verwuchert. Aber hier habe ich auch nochmal so ein bisschen Glowstone reingepackt, wenn es im Dunkel wird. Ich meine, hier spawnt ja nichts. Das ist ja ausgestellt, dass hier Sachen spawnen. Aber sicher ist sicher. Ich habe mir hier noch einen Mülleimer hingepackt. So aus Kaktus, wie es mittlerweile ja jeder macht. Ich entsorge hier alles, dessen du überdrüssig bist. Mache eigentlich meistens ich. Aber falls mal jemand zu Besuch kommen sollte, kann derjenige das natürlich auch tun. Hier habe ich meine Öfen hingepackt. Einfach just for the lulz und so. Habe ich noch einen Amboss, der zum Glück von keinem anderen benutzt wird, aber wahrscheinlich einfach, weil sich kein Arsch für mein Haus interessiert. So, hier oben habe ich nur die wichtigsten Kisten. Hier war vorher auch so ein bisschen mein Lager. Hier habe ich jetzt nur noch die Essenskisten und sowas wie Steine und Holz. Eigentlich hauptsächlich Holz, weil ich das halt zum Weiterbauen da oben noch brauche. Ich habe aber da oben auch noch ein paar Kisten. Ich zeige euch mal ganz kurz, hier unten ist mein Lager. Und habt ihr ja eigentlich auch schon gesehen, hier ist noch die Kiste von Twintuck. Wo er mir die Eisenrüstung geschenkt hat, die Dia-Rüstungen geschenkt hat. Die hatte ich so ein bisschen Soul-Scenting gepackt für Netherwarzen, weil ich mir eigentlich Tränke machen wollte, um die Zandaren mal zu besuchen. Weil ich Hackmi und Nyloba besuchen wollte, aber irgendwie ist daraus nichts geworden. Beziehungsweise, ich glaube, Hackmi spielt auch überhaupt schon gar kein Legend mehr. Und Nylo ist auch so ein bisschen mehr oder weniger am Aufhören. Habe ich so halbwegs mitbekommen. Jedenfalls hier noch mein Lager. Hier habe ich so Pflanzenzeugs, Pfeile und Bögen, beziehungsweise hauptsächlich Pfeile, auch so ein bisschen für Nexus-Schlacht und so. Ich glaube, hier ist noch gar nichts drin. Ja, hier ist halt Kohle drin, also hauptsächlich Kohleblöcke. Kohle baue ich meistens ab, um Nether zu farmen. Hier ist Monster-Loot drin, da sind Eisenrüstungen. Wichtiges und Seltenes, da packe ich einfach alles rein, was für mich so relativ wichtig ist, wie Tränke, die Smaragde zum Beispiel, Eisen, Redstone, Gold, Dias natürlich und ja, alles, wie gesagt, was so wichtig ist halt. Und ja, Steine, jede Menge Steine, die ich hier niemals verarbeiten werde, weil das einfach in einem elfischen Baustil nicht reinpasst. So, dann würde ich sagen, zeige ich euch noch die zweite Etage. Hier habe ich angefangen einfach mit Wiese und hier drunter ist halt der Wasserfall. Da habe ich halt den Glowstone hingepackt und wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Dementsprechend habe ich jetzt einfach so einen Tisch hingesetzt. Mit dem Tisch hat quasi alles angefangen. Dann habe ich irgendwie, ich bin gerade dabei, das Buch Der Name des Windes zu lesen. Wer es kennt, ich weiß nicht, ob ihr so viel lest, aber für diejenigen, die es kennen, die werden vielleicht erahnen, wie ich dann darauf kam, hier so eine Art Wirtshaus draus zu machen. Fand ich irgendwie eine ganz, ganz nette Idee. Vielleicht setze ich hier auch noch ein oder zwei weitere Tische hin. Hier ist auf jeden Fall dann die, ja, der Tresen sozusagen. Dann noch ein Plätzchen, wo ich mich, ups, eigentlich hinsetzen kann. Geht ja aber nur mit freier Hand. So, mache ich das mal so. Dann kann ich mich hier noch hinpflanzen und kann darauf warten, dass jemand Bestellungen gibt. Was weiß ich. Ja, wie gesagt, ich habe halt auch wieder versucht, das so ein bisschen elfisch aussehen zu lassen. Hier noch ein Kessel hingetan, nur ein bisschen
Ranken, Glowstone, Ofen für Leute, die bei dem heißen Wetter irgendwas Besonderes haben wollen. Keine Ahnung. Hier habe ich den Braustand hingestellt, einfach weil er hier am besten hinpasst. Und ja, hier habe ich noch so Essen, Gedöns. Wie gesagt, es soll halt so ein bisschen Wirtshaus-Flair darstellen. Ich kann hier essen, falls irgendwer was braucht. Und oder Kräuter. Gedöns, hier ist halt hauptsächlich was zum Bauen, ne, um das Ganze noch ein bisschen auszubauen. Theoretisch habe ich auch ein Bett, ich brauche es nur nie, weil man hier sowieso nicht schlafen kann. So, hier geht es noch nach oben, weil hier oben ist so eine kleine luschige Ecke. Kann man sich hinpflanzen, so für nette Stunden zu zweit. Und so, warum liegt hier Stroh rum? Theoretisch könnte man hier auch hoch, könnte den Wirt dann so ein bisschen auf dem Kopf rumtanzen. Und da oben geht es dann weiter mit meinem Bäumchen. Ich bin gerade dabei, hier noch eine dritte Etage zu bauen und bin aber bisher nur bei der Treppe angekommen. Ich weiß noch nicht genau, was ich in der dritten Etage dann machen wollen würde. Aber hier habe ich mir noch so einen kleinen Balkon hingebaut. Fragt mich nicht, warum ich hier Strohballen hingesetzt habe. Einfach so, weil ich die noch übrig hatte und nicht wusste, wohin damit. Ja, also hier so mein kleiner Balkon mit ein bisschen netter Aussicht. Irgendwie stellt jetzt jeder irgendwelche Beacons hier auf. Finde ich sehr interessant. Jeder hat so seinen eigenen persönlichen Beacon, den er hier hinbaut. Könnte ich ja vielleicht auch mal. Nein, mache ich nicht. Aber so viel bis jetzt zu meinem Bäumchen. Ich habe hier halt noch von außen so ein bisschen Wurzeln hingepackt, dass das Ganze so ein bisschen baumiger aussieht. Habe ich noch nicht ganz fertig. Ich gucke mal, vielleicht mache ich jetzt demnächst auch noch mal da ein bisschen weiter. Eigentlich habe ich ja noch jede Menge hier zu tun. Und eigentlich will ich ja auch ganz unbedingt noch meine Set-Rüstung identifizieren. Komme ich nur leider nicht zu, weil ich nie dazu komme, zu farmen. Also Level zu farmen und so. Worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, ist die Tatsache, dass ich, wie gesagt, morgen einen Stream ansetzen werde. Morgen ist Sonntag, der, lasst mich nicht lügen, 5.7. Und dadurch, dass ich am Montag einen freien Tag habe, bietet sich das an, dass ich dann morgen Abend einen Stream ansetze. Ich habe morgen Frühdienst, das heißt, ich werde auch ab 15 Uhr so rum. Ab 15 Uhr werde ich Zeit dafür haben. Ich werde das aber natürlich nicht so früh ansetzen, sondern werde mich so ein bisschen wie beim letzten Mal so danach richten, wann, ich sag mal, die beste Sendezeit ist. So, in Anführungszeichen. Bin im Urlaub, komme bald zurück. Unser Villager ist im Urlaub. Ja, und dementsprechend wird das entweder irgendwann zwischen 16 und 18 Uhr eher sein. Ich glaube aber eher so Richtung 18 Uhr wird es wieder gehen. Einfach hin und wieder mal vorbeigucken. Ich würde sagen, ich lege mich da jetzt natürlich auch ungern fest irgendwie, aber ich sag mal 16 Uhr, 18 Uhr. Mensch, ja wann denn jetzt? 18 Uhr. So, so schreibe ich es auch in den Titel rein. Mensch, macht mich nicht verrückt. So. Morgen, Sonntag, 5.7., 18 Uhr, der nächste Thief-Stream. Habt ihr mal versucht, das auszusprechen? Das ist voll schwer. Der nächste Stream von Thief. So, kann man es auch sagen. Oh, hier hat sich was geändert. Hier hat sich was geändert. Oh, ich war schon ewig nicht mehr hier. Erstes Rätsel. What the fuck? Das kann man auch super gut lesen. Ist alles so dunkel hier. Schnitzeljagd durch die Elfenwelt. Regeln. Regeln der Schnitzeljagd. Erstens, kein Griefing. Ist für keinen der Kisten notwendig. Dazu zählt auch Zubauen der Kisten. What? Zweitens, Rätselbücher bitte zurück in die Kisten packen. Natürlich doch. Drittens, bei jeder Station müsst ihr ein Item mitnehmen. Okay. Viertens, Gruppen sind erlaubt, dann reicht eine Item pro Gruppe. Fünftens, am Ende gibt die gesammelten Items ab. Wer alle Items abgibt, erhält eine Belohnung. In einer Gruppe erhält jeder eine. Natürlich. Habt Spaß und erkundet die Elfenwelt. Ja, aber ich habe hier leider kein Rätsel. Das ist schade. Ich glaube, das ist noch im Aufbau, aber es scheint sehr cool zu sein. Also wenn das fertig ist, werde ich das auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal in Anspruch nehmen und werde diese Schnitzeljagd auch sehr gerne mal versuchen. Also ich habe jetzt quasi angekündigt, was ich ankündigen wollte. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier noch so ein bisschen rumlaufe, mal gucke, was so neu ist. Aber irgendwie wird es hier wahrscheinlich nicht so viel Neues geben. Eine PvP-Arena gibt es, okay. Will ich da jetzt wirklich hin? Bin ich mir nicht so sicher. Was haben wir hier? Juwelenschmiede. Oh, das ist ja geil. Hier können Sie Emerald-Kristalle kaufen. Ein Emerald kostet Level 3, kostet 4 Gold und 20 Emeralds. Holy shit. Ja, wenn ich dir die ganzen Emeralds selber geben muss, dann kann ich aber am Ende selber verzaubern.
Kistensets sind verboten, gezeichnet Elfenrat. Ihr wollt etwas einkaufen? Lager dauert zu lange. Schild war zu klein? What the fuck? Okay, ja, würde ich gerne. Lager dauert wirklich immer zu lange. Also im Prinzip ist beim Lager nie jemand da. Wenn man da mal fragt, Babel TV bitte entfernen bis 28.06. Der ist schon ein bisschen her, würde ich sagen. Würde ich jetzt abreißen, ne? Papier bitte mit Namen versehen. Gestüt Fairybanks. Wünschen Sie sich einen treuen Weggefährten, der Sie durch die Wälder der Elfenregion trägt. Aufträge bitte hier einwerfen. Theoretisch brauche ich das nicht. Also, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Morgen, ups, wird es einen Thief-Stream geben, Schnitzeljagd in der Elfenwelt. Buch bitte zurück. Aber ich habe doch gar kein erstes Rätsel. Was geht denn hier ab? Kopie des Originals. Ich lese mir das mal ganz kurz durch und dann gucke ich mal, ob ich das vielleicht in der nächsten Folge ansetzen kann. Hört her, hört her. Am Samstag, den 4.7. um 18 Uhr bis maximal 21 Uhr findet in der Elfenwelt eine Schnitzeljagd statt. Kommt uns besuchen, testet euer Wissen und erkundet unsere schöne Welt. Vertretung für den Rat der Elfen. Cool, das heißt also, heute haben wir den 4. Ist ja wundervoll, dass ich heute Abend eine Special-Folge aufnehmen werde. Von Legend bezüglich dieser Schnitzeljagd. Um 18 Uhr, heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich muss aber jetzt erstmal was essen. Ich komme eigentlich vom Frühdienst, habe bisher noch nichts gegessen, weil ich einfach überhaupt keinen Appetit habe bei 40 Grad im Schatten. Ja, und wie gesagt, Infos schaut auch in die Videobeschreibung, da werde ich alles nochmal genau reinpacken, wann und um wie viel Uhr und wo. Mein Twitch-Link findet ihr auch da. So, dann würde ich sagen, war es das für die Infos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge bei der Schnitzeljagd. Bis dahin, ciao!